Das Mediengesetz des Landes wird modernisiert. Seit 2020 gilt der Medienstaatsvertrag und es halten EU-Richtlinien Einzug ins Gesetz. Für die kommerziellen lokalen Fernsehsender ergeben sich gleich mehrere Neuerungen. Ein wichtiges Anliegen der Koalition ist der Erhalt der regionalen und lokalen Medienvielfalt in Sachsen-Anhalt. Für die lokalen und regionalen Privatrundfunkveranstalter ermöglicht der Entwurf deshalb die Förderung der technischen Infrastruktur aus Mitteln des Rundfunkbeitrages. Zudem wird für die lokalen kommerziellen Fernsehveranstalter zur Förderung der lokalen Medienvielfalt auch eine weitergehende Förderung aus Landes- oder Drittmitteln möglich, die staatsfern über die Medienanstalt Sachsen-Anhalt organisiert würde. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Radio und Fernsehen ist in unserem Land mehr als das Angebot des Mitteldeutschen Rundfunks. Wir haben eine Vielzahl an Angeboten lokaler und regionaler Rundfunkangebote. Angebote, bei denen Engagement oft knappe Ressourcen ersetzt. Dank der privaten Rundfunkanbieter haben wir in jeder Ecke in unserem Bundesland die Situation, dass die Bürgerinnen und Bürger Gelegenheit erhalten, sich über die Ereignisse bei ihnen vor Ort zu informieren. Zugleich sind die regionalen Rundfunkanbieter ein wichtiger Ausbildungsort für das Medienhandwerk, egal ob vor oder hinter der Kamera oder am Mikrofon. Mit diesem Gesetz nehmen wir nicht nur technische Anpassungen vor, wir erleichtern auch die Arbeit vor allem der lokalen und regionalen Rundfunkanbieter und sorgen für ein noch leichter zugängliches Angebot. Unsere Landesmedienanstalt erhält die Möglichkeit, regionale Nachrichtenangebote zu fördern. Gerade kleinere Anbieter profitieren davon, denn regelmäßige Nachrichtensendungen sind teuer, sie bringen aber keine Einnahmen. Ich will auch ausdrücklich sagen, die Stärkung, die man hier in dem Gesetz deutlich rausliest, was lokale und regionale Medienanbieter betrifft, wird von uns auch begrüßt. Auch die Regelung, die viele Jahre strittig war, ob regionale kommerzielle Rundfunkanbieter Werbung schalten dürfen für die Kommunalwahlen, finden wir völlig konsequent. Weil wenn man für Europawahlen, Landtagswahlen, Bundestagswahlen Werbespots für politische Parteien senden darf, warum dann nicht auch für die Kommunalwahlen noch dazu bei Medienanbietern, die ja kommunal verankert sind? Es ist Ziel, lokal und regionale Medienvielfalt zu gewährleisten. Deshalb meinen wir, dass die Förderung von lokaljournalistischen Inhalten auch unabhängig vom Verbreitungsweg plattformoffen angepackt werden sollte. Denn ich glaube, diese Auswahlmöglichkeit, diese Vielfalt, die sollte uns auch neben dem Angebot des öffentlich-rechtlichen Rundfunks beflügeln und die sollten wir erhalten. Wir schaffen also mit dem Gesetz jetzt auch die Möglichkeit, sie bei Infrastruktur zu unterstützen. Wir schaffen die Möglichkeit, bei Wahlwerbung zu unterstützen. Lokal-TV im Land wird seit 8 Jahren mit Haushaltsmitteln des Landes unterstützt. Nun wird das die Medienanstalt übernehmen. Die Förderung soll dann unabhängig vom Haushalt erfolgen.